willkommen zum nächsten Teil von Weiterlesen, ja oder nein. 5 ist die Zahl, auch die ich bei 5 Büchern jetzt anlesen möchte. Also ich möchte euch das Ergebnis präsentieren vom letzten Weiterlesen, ja oder nein. Wieder 2 gehen und 3 bleiben. 2 dürfen bleiben, 3 dürfen. Hallo ihr Leseratten, soeben habe ich das letzte Buch angelesen, weshalb ich euch jetzt endlich das Video auch abdrehen kann. Es hat ein bisschen geschleift diesmal, keine Ahnung, ich habe irgendwie abends nicht mehr so die Ruhe gehabt, da reinzulesen immer. Aber gut, jetzt ist es geschafft und wir fangen gleich mal an mit dem ersten Buch, Die Kinder der Sonne. Es ist ein historisches Buch und ich hatte wirklich überhaupt keine Lust auf historisch. Und das habe ich ja manchmal schon gedacht, das könnte wahrscheinlich was selber weckern. Und ja, das ist auch so, ich habe einfach keine Lust auf historisch. Und von daher darf es gehen. Ähnlich verhielt es sich dann mit diesem Buch. Ich habe schnell gemerkt, das ist ein Polit-Thriller. Und auch auf Polit-Thriller habe ich keine Lust. Das ist nicht so mein Genre. Von daher, das steht auch hinten drauf. Also von daher, ne? Auch der Anfang war. Der Anfang ging eigentlich. Es war vom Schreibstil her ganz gut. Aber wie gesagt, ein bisschen sehr politisch. Also der Schreibstil von dem Autor, zumindest am Anfang, war wirklich in Ordnung. Ich dachte so, es könnte vielleicht was sein, aber wie gesagt, es ist politisch. Kind folgt die Löwen. Ich habe gemerkt, dass es wieder um Krieg geht. Und ich dachte mir so, nein, auch das ist nicht mein Thema. Und wenn ich merke, dass irgendein Thema drin vorkommt, was mir so gar nicht liegt oder was, dann ist es halt auch ein Kriterium für mich, das Buch auszusortieren. Ja, eben gerade habe ich noch die letzten beiden Bücher angelesen. Das Buch klingt hinten ganz nett, aber es fängt total verwirrend an und irgendwie so, ja, und deswegen habe ich gedacht so, nee, komm, lass, bevor ich dann noch länger lese und es noch trotzdem noch verwirrend wird. Aussortiert. Das einzige Buch, was immer bleiben darf, ist Betrogen von Sandra Brown. Hinten klingt es sehr, sehr gut und auch der Schreibstil war sehr gut. Ich habe nur so ein paar Seiten angelesen, wirklich überhaupt nicht viel. Aber wie gesagt, es kann sein, dass es noch beim Lesen dann ausgetippt wird, aber erstmal darf es viel bleiben, weil fing das nicht an und auch der Klappentext klingt halt sehr, sehr gut. Von daher, das einzige Buch, was bleiben darf und die anderen 4, ja, dürfen weichen. Manchmal ist so, ne? Ich glaube, das hatten wir auch noch nicht gehabt. Ne? Ich glaube, andersrum war schon mal. Oder? Ich blick da auch nicht mehr richtig durch. Auf jeden Fall 4 Bücher weniger vom Sub. Yay! Okay, das war's für dieses Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Bye bye.